Es geht in diesem Fall um vor allem gemischte Schaltungen von Widerständen, wobei sich darin in solchen gemischten Schaltungen Reihen, Parallelschaltungen durchaus finden lassen. Aber dazu, ich habe schon mal die Skizze vorbereitet. Erstens, weil es lange dauert und zweitens, weil ich, man sieht es an diesen gewellten Linien hier, ich habe das ein bisschen zitterig gezeichnet, aus verschiedenen Gründen, sonst kann ich das nicht auseinandernehmen. Zum Betrachten der ganzen Sache sollten wir Folgendes tun. Wir haben hier wirklich eine scheinbar verwirrend gemischte Schaltung von Widerständen, aber wir sollten uns einige Sachen vorher klar machen. Um solche Schaltungen zu entwirren, nehme ich jetzt mal die Schaltung etwas auseinander. Das heißt, ich werde mir mal diese Schaltung schnappen. Und, naja gut, schön ist es nicht geworden, aber man sieht Folgendes. Ich habe hier zwei Widerstände, die liegen in Reihe. Und beim Entwirren von Schaltungen sollte man ganz einfach so vorgehen, dass man in Gedanken sich die Schaltung auseinandernimmt. Und wenn man sie auseinandergenommen hat, dann kann man sagen, gut, dann habe ich hier eine Reihenschaltung. Diese Reihenschaltung liegt zu diesem Widerstand parallel. Und so weiter und so fort. Und das werde ich im Einzelnen nochmal darstellen. So, das werden wir jetzt mal so in diesem Fall tun. Ich werde das farbig markieren, damit es leichter ist. Aber grundsätzlich, bevor man mit solchen Dingen anfängt, sollte man die Widerstände irgendwie nummerieren. Das ist uns selbst überlassen. Also wenn es nicht vorgegeben ist, können wir das ruhig so machen, dass wir zum Beispiel, wenn wir sagen, naja, hier hinten fange ich an, dann schreibe ich eben hier R1 ran. Aber nicht 1, 2, 3, sondern wenn ich zum Beispiel hier nur eine 2 ran schreibe, dann heißt es in der Elektrotechnik, das wäre nur 2 Ohm. Also so geht es nicht, sondern richtig ausführlich bezeichnen. Dann kann auch nichts passieren. Sagen wir hier R3 gleich dazu. Und jetzt ist es vollkommen egal, R4, R5 und R6. Ich hätte es auch ganz anders nummerieren können. Ich hätte hier oben mit R1 anfangen können. Das ist wirklich egal. So, jetzt fangen wir also hinten. Rollen wir die Sache von hinten auf. Ich markiere diesen Bereich mal mit Gelb. Dieser Bereich hier, der Widerstände, das ist in diesem Fall ganz einfach zu sehen. Die Widerstände sind in Reihe geschaltet. Ich bin darauf in anderen Videos schon mal eingegangen, wie sich das alles verhält, wie die auch berechnet werden. Da verweise ich auf die anderen Videos. So, das heißt, wir fangen jetzt an mit dem Thema, dass wir R1 und R2 erstmal insgesamt ermitteln. Da kann ich folgende Formel zu aufstellen. Ich mache das jetzt erstmal allgemein. Das mache ich also hier drüben. Und zwar geht das los. Der Gesamtwiderstand von R1 und R2, da könnte man schreiben R Gesamt. Aber R Gesamt ist letzten Endes der Widerstand, den wir von dem gesamten Netzwerk berechnen wollen. Demzufolge schreibe ich nicht R Gesamt dran, sondern man schreibt da ruhig R1,2 und setzt sich zusammen aus R1 plus R2. Typische Reihenschaltung von Widerständen. So, jetzt ist aber R3, mache ich mal ein bisschen andersfarbig, R3 parallel geschaltet mit R1 und R2. Und wenn ich R1 und R2 als einen Widerstand betrachte, dann liegt R3 dazu parallel. Dementsprechend gehe ich jetzt so weiter, dass ich sage, gut, dann sage ich also R1, 2, 3, 2, 3 ist eine Parallelschaltung. Und das darf ich aber jetzt so nicht schreiben, denn Parallelschaltung, wissen wir, müssen wir mit dem Reziproken der Werte bezeichnen. Also ich werde es mal, Moment, die Gleichheitsstriche ein kleines bisschen höher machen und ich muss schreiben, ist mal 1 durch R1. 2, 3. Und jetzt gehe ich wieder so vor, dass ich sage, gut, R3 muss ich als 1 durch R3 hinschreiben, plus 1 durch, und jetzt schreibe ich nicht diesen ganzen Ausdruck, sondern schreibe R1, 2. Damit habe ich auf einen Schlag erreicht, dass ich den hinteren Teil schon mal entwirrt habe. Wie sieht es aber jetzt mit diesem Bereich aus? Was nehme ich denn jetzt für eine Farbe? Ich nehme mal Ocker. Jetzt setzt sich doch der Widerstand aus R1, 2, 3 und R4 so zusammen, dass die in Reihe liegen. Das heißt also jetzt dieser Bereich. Und wenn der in Reihe liegt, dann sieht es also so aus. Dann muss ich sagen,
Moment, der Stift. Da das eine Reihenschaltung aus diesem gesamten Netzwerk bisher, also Türkis und Gelb ist und Ocker, kann ich wieder schreiben R 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ich mache das nicht, um letzten Endes groß dazustehen mit, warum schreibt der so viel Blödsinn da hinten ran? Das kann man sich doch alles sparen. Nein, das dient eurer eigenen Übersicht. Ist also eine Reihenschaltung aus R1, 2, 3 plus R4. Bei diesem Schritt habe ich jetzt also das Widerstandsnetzwerk sozusagen schon fast entwirrt. Jetzt muss ich mich aber wieder mit dem nächsten beschäftigen. Welche Farbe nehme ich denn jetzt? Naja, die anderen sind ein bisschen dunkel. Ich nehme mal grün, obwohl sich hier eine Mischfarbe ergeben hat. Also, dieses Netzwerk insgesamt ergibt sich aus, und jetzt ahnt ihr es schon, das ist also eine Parallelschaltung aus R1, 2, 3, 4 bis hierher. R1, 2, 3, 4 ist parallel geschaltet zu R5. Also muss ich wieder schreiben. R1, und jetzt schreibe ich einfach bis 5 hin. Nicht 1 minus 5, sondern bis 5 ergibt sich aus R5. Moment, was habe ich gesagt? Es ist eine Parallelschaltung aus. Also muss ich schreiben 1 durch. R1 bis 5 ergibt sich aus 1 durch R5 plus 1 durch R1, 2, 3, 4. Das bis dahin. Jetzt müssen wir noch den Rest betrachten. Und auch der Rest ist letztens einfach. Und das lasse ich jetzt einfach mal. Naja, das wird zu. Nee. Ich mache es trotzdem. Mal sehen, was passiert. Ob man das so schreiben kann. Das Gesamtnetzwerk, also. Jetzt muss ich mit Rot arbeiten. Ist was? Oh, ich habe noch was unterschlagen. Dieser Pfeil muss natürlich hier hingehen. So. Und jetzt zurück zu unserer Gesamtschaltung. Und jetzt sieht man, dass R1 bis 5 in Reihe geschaltet ist mit R6. Das ist der ganze Haken. Also kann ich schreiben wieder ohne Bruchstrich. R1 bis 6 ergibt sich aus R6 plus R1 bis 5. Damit wäre das Thema durch. Aber wenn ich mir so eine gewaltige Formel aufgestellt habe, erkenne ich schon, das wird zu unübersichtlich. Ich wollte jetzt hier in diesem Fall nur erstmal kurz zeigen, wie komme ich da ran. Und kann letzten Endes die Widerstände berechnen. Der Schritt, die Widerstände zu berechnen, ist eigentlich wieder relativ einfach, wenn ich mich an mein Gesamtkunstwerk halte. Gesamtkunstwerk heißt, ich fange wirklich hinten an und errechne R1, 2, ganz in Ruhe, setze das dann hier in die Formel ein, errechne 1, 2, 3, setze diesen Wert dann hier ein, errechne 1 bis 4 und so weiter und so fort. Ich mache an dieser Stelle mal Stopp und werde nochmal eine neue Zeichnung vorbereiten. Und wenn ich die vorbereitet habe, werde ich die auch mit entsprechenden Widerstandswerten versehen. Und dann zeige ich nochmal, dass das pure Rechnen also letztens eine ganz einfache Geschichte ist. So, das bis dahin.